Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Unsere Tour geht weiter. Jetzt sind wir am Rhein. Wie ist die Ortschaft? Bacharach. Ja, das ist nicht im Balkan irgendwo. Das ist am Rhein. Ne? Hört sich zwar komisch an, aber ist so. So, und jetzt haben wir schon mal eine kleine Wanderung gemacht. Schaut, wie heißt die Burg, wo wir hingehen? Burg Stahleck. Genau. Oberhalb von Bacharach. Da sind wir jetzt schon fast oben. Aber wir haben gerade so eine tolle Liegebank gefunden. Und da machen wir jetzt erstmal eine Pause. Aber ihr kriegt trotzdem mal einen Schwenk von der Umgebung. So, jetzt sind wir vor unserer Wanderung wieder da und jetzt zeige ich euch mal, wo wir stehen. Wir stehen nämlich auf dem Campingplatz. Wie der jetzt heißt, frage ich mal die Anja gleich. Aber warum stehen wir auf dem Campingplatz? Weil eigentlich wollten wir ja auf den Stellplatz neben dem Campingplatz stehen. Aber da sind die Stellflächen so eng beieinander, da kann man nicht immer noch mal Kiese rausmachen. Und für Hunde braucht man ja schon ein bisschen Platz. Deswegen haben wir uns entschlossen, einmal ein paar Tage auf den Campingplatz zu gehen. Ja, da haben wir schön Platz. Und ja, so. Da stehen wir mit Blick auf den. Da mit Blick auf den Rhein. Schatzi, erzähl mal kurz, wie heißt der Campingplatz, wo wir stehen? Sonnenstrand? Sonnenstrand. Glaubst du? Okay, gut. Camping am Sonnenstrand. Alles klar. Den Campingplatz selber brauche ich euch ja nicht zeigen. Den kennen wahrscheinlich schon die meisten. So, das. Ja. Jetzt machen wir uns noch einen Kaffee und dann machen wir uns einen schönen Abend. Also, bis morgen. Guten Morgen. Sonnenaufgang über dem Rhein. Ihr seht es hinter mir. Wow. Ja, wir sind immer noch in Bacharach. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja. Und jetzt gehen wir zum Bäcker und holen Brötli.
kann man ja schön am Rhein entlang laufen. Das hat echt was da. Und dann heute Vormittag, wenn wir erst einmal ein wenig Hausarbeiten erledigen, sprich Wohnmobil aufräumen und die andere wieder mal Wäsche waschen. So, bis gleich. Kaum ist man vom Bäcker wieder hausen, ist die Sonne da. Cool, ne? Wow. Hallo, da bin ich wieder. Heute machen wir mal eine Fahrradtour zwischen zwei Fähren. Also, los geht's. Wir haben die erste Fähre erreicht, Fähre Kaub, und damit setzen wir dann über. Bin ja mal gespannt, wie es auf die Fähre geht. Jetzt wäre ich fast über eine Schlange gefahren. Jetzt echt im Ernst, da liegt der Schlange auf dem Radweg. Die könnt ihr mal angucken, es könnte fast ein Kreuz oder sein. Ja. Geh mal nicht so nah nach, Schatzi. Boah. Bist denn du? Bist du ein Kreuz oder nee, ne? Wow, die liegt da einfach so rum. Verrückt, hä? Jetzt wären wir fast über die Schlange gefahren, du. Ich dachte, das ist ein Stück Gummi oder so. Im letzten Moment noch einen Schlenkerer gemacht. Wow. Die können wir der Lisi nicht zeigen, die hat sie wieder gepackt. Ja, oder die Schlange, die Lisi. Ja, genau. Also geht's weiter. Was man da alles in der Weinberge findet, hä? Jetzt haben wir noch schnell eine kleine Marmelade und Quittenchili gekauft, aus Bio-Streuobst. Genau. Mitten in den Weinbergen. Da ist einfach so ein Stand. In der kleinen Kasse. Wow. Und jetzt machen wir eine Pause. Jetzt geht es eben eher. Hä? Guten Morgen. Wir sind wieder unterwegs. Es geht weiter zum nächsten Stellplatz
Und jetzt sind wir, schauen Sie, wie ist das? An der Fähre, wo es rüber zur Lorelei geht. Genau, da sind, wir sind schon auf der Fähre. Ja, wir trauen uns mit dem Wohnmobil auf die Fähre. Und jetzt fahren wir rüber und wir haben schon wieder einen tollen Blick daraus. Vor uns kommt schon wieder ein Urlaubsschiff. Und jetzt, wo fahren wir hin, Schatzi? Vielleicht? Nach Osterspey. Da gibt es einen Stellplatz, der erst im September aufgemacht hat. Den wollen wir uns mal anschauen. Liegt aber an der Straße. Wenn es so laut ist, dann fahren wir weiter. So machen wir es. Also, seid gespannt. Wir sind es auch. Und jetzt kriegt ihr mal einen Schwenk aus dem Wohnmobil raus. Die Lorelei haben wir schon hinter uns gelassen. Die war weiter hinten. Ja, ist halt so. Hat es gefallen, ne? So. So schön leise, ne? Jetzt legen wir wieder an und dann geht's weiter. Guten Morgen. Naja, eigentlich ist schon fast Mittag. Guten Morgen. Heute machen wir mal, falls ich erzähle, eine Wanderung und? Auf dem Langhalsweg. Ja, der ist da ganz bekannt. Und? Da sitzt der Langhals. Lustig. Da ist schon der erste Wegweiser. Zeige ich euch mal kurz. Ja. Also da ist der Anfang quasi, ne Schatzi? Ja. So, gut. Von da aus geht's los. Unten drunter habt ihr schon das Langhalszeichen, Langhalsweg. Also quasi, das ist unser Wegweiser. Auf diesem Weg bleiben wir. Also, dann gucken wir mal, wo es dahin geht. Also, den ersten Anstieg haben wir schon. Jetzt geht's ganz viele Treppen schon mal auf, die Treppenpassage. Oh ja, schon recht anstrengend. So, jetzt haben wir uns gestärkt. Und jetzt geht's weiter. Ja, also auf geht's. Jetzt sind wir schon ein ganz Stück unterwegs und die Lisi, die wird jetzt schon langsam ein wenig müde. Und deswegen haben wir ja extra die Tasche gekauft. Und da kann die Lisi in die Tasche rein. Ja. Guckt sich die Gegend an. Gell, Schnucke? Haha. Aber wir sind immer noch auf dem richtigen Weg. Wanderer, die Durst haben, gibt es da Getränke geladen. Mit einer kleinen Spende. Kein Wein. Kein Wein, leider. Aber es gibt alles. Jetzt gibt es gleich Ausblick. Kippleispitze.
So, jetzt sind wir gleich wieder beim Wohnmobil. Es gibt ja schon mal einen Schwenk von oben auf den Stellplatz. Die zeige ich euch nachher nämlich mal und erkläre euch da wenig was dazu. Aber man sieht, die Leute pflegen ihren Platz, weil nämlich der Rasen, mehr Mann ist nämlich auch gerade da. Jetzt zeige ich euch mal den Wohnmobilstellplatz in Osterspey. Offiziell ist es ein Multifunktionsplatz, da quasi passen Wohnmobile drauf, Pkw-Stellplätze und zwei Busparkplätze hat er. So, als erstes gibt er mal einen Schwenk von mir um den Platz. So, also Multifunktionsplatz. So, sieht so aus. Der Platz bietet Stellflächen für 17 Wohnmobile. Der junge Mann, der vorhin gemäht hat, hat mir gesagt, es waren auch schon mehr da. Neulich an dem langen Wochenende über den Feiertag waren 28 Wohnmobile da gestanden. Ja, dann ist dann nicht mehr viel Platz für Pkw oder Busse. Aber ist okay. Also, jetzt gucken wir uns erst einmal den Bezahlautomaten an. Der ist da in der Mitte. Was auch schön gemacht ist, sind die Sitzflächen da. Da ist nämlich dann auch ein Rondell, das beleuchtet ist. Aber jetzt gucken wir uns erst einmal den Bezahlautomaten an. Also Leute, das ist der Automat. Modernste Technik. Man kann mit Münzen bezahlen oder mit EC-Karte, Kreditkarte, wie auch immer. Ja, gucken wir mal. Ja, geht ganz einfach. Da habt ihr schon mal die Gebühr. Der Platz kostet 13 Euro für 24 Stunden. Es gibt natürlich auch eine Fernentsorgung auf dem Stellplatz. Die gucken wir uns auch mal geschwind an. So, da ist der Deckel für Grauwasser, wie man da schön auf dem Schild erkennen kann. Dann gibt es die Möglichkeit für das Entleeren der Kassette mit Nachspüler und es gibt natürlich auch Frischwasserversorgung. Ja, auch Kleinstmengen sind möglich, vorbildlich. So, und es gibt natürlich auch Strom auf dem Platz. Gucken wir uns einmal kurz an. Für den Strom gibt es vorne dran, vor den Wohnmobilen, mehrere Stromsäulen. Wie ihr seht, mehrfach Steckdosen. Und gegenüber auch. Und zum Bezahlen gibt es eine Zentralsäule. Aktueller Preis zurzeit 70 Cent die Kilowattstunde. Gut gemacht, ne? Auf dem ganzen Platz sind Müllbehälter verteilt. Mülltrennung gibt es keine, also quasi ein zentraler Müllbehälter. Und es gibt noch eine schöne Infotafel.
Und es gibt sogar WLAN am Platz. Auch nicht schlecht. Leider hat der Platz ja nicht nur Vorteile, er hat auch einen Nachteil. Er liegt nämlich an einer Straße. Am Abend und nachts merkt man die Straße überhaupt nicht. Und uns stört es ja auch nicht großartig, weil unser Auto ist eigentlich gut isoliert. Die modernen Wohnmobile sowieso. Aber wenn die Fahrzeuge, ich zeige es euch mal, wenn die Autos dann vom Ort aus raus beschleunigen, dann geben die da schon Gas, weil der Nachteil, das Ortsschild, wie ihr seht, ziemlich genau gegenüber vom Stellplatz ist, das macht es ein bisschen laut. Dann ein Tipp oder eine Anregung für die Stadtväter: Setzt doch einfach das Ortsschild ein Stück hinaus, wo die äußere Verkehrsinsel ist. Das macht den Platz um einiges ruhiger. So. Das waren jetzt also die Informationen zu dem Stellplatz. Wie gesagt, der Platz hat erst im September aufgemacht. Der ist quasi nagelneu. Uns gefällt es da. Man kann schön wandern. Und man kann auch schön am Rhein natürlich entlang Fahrrad fahren, was natürlich klasse ist. Ja, also kommt her, guckt euch den Platz an und verbringt ein paar schöne Tage. Wir ziehen dann morgen weiter. Das heißt, wir machen jetzt noch einen schönen Abend und dann geht es morgen weiter. Also, bis morgen. Wir sind weitergezogen. Die letzte Etappe unserer Rheintour quasi. Und wir fragen mal die Anja, wo wir jetzt gelandet sind. Also Schatz, erzähl mal, wo sind wir jetzt? In Urmitz, am Reisemobilhafen in Urmitz. Aha, und cool. Haben Glück gehabt, weil wir so kurz nach 11 da waren, dass wir noch ein Plätzchen ergattert haben. Das stimmt, weil da ist immer schlecht mit dem Platz. Ich zeige euch mal, wie das da aussieht. Also hinter mir seht ihr es. Quasi Urmitz. Tja, wir sind seit heute Vormittag um 11 Uhr schon da, haben auch einen der letzten Plätze ergattert. Tja, da ist sowieso immer schwer einen Platz zu kriegen. Ich zeige euch mal, wie das da aussieht. Tja, das Schild steht eigentlich fast immer da, weil da ist nämlich echt schwer einen Platz zu kriegen. Aber Plätzle haben wir schon gekriegt. Und man hat auch ein wenig Blick auf den Rhein, obwohl ein wenig tiefer liegt. Wir gucken uns das einmal an. Ja, da habt ihr mal einen Blick. Times like all you want to do is run.
So, eine Pause am Rhein mit einem Wein für die Anja, Kaffee für mich und ein Flammkuchen. Mahlzeit. Mahlzeit, da ist er. Und Prost. Und Prost. Ja, cool. Mit Blick auf den Rhein. Wir sind wieder zu Hause. Ja, eigentlich sind wir ja immer zu Hause im Wohnmobil, das wisst ihr ja. Leben im Wohnmobil geht weiter. Wir sind auf unseren heimatlichen Stellplatz angekommen. Es ist Abend. Die Anja guckt euch an, macht. Wo bist du? Ach, da. Die Anja macht Abendessen. Ja, Zusammenarbeit. Und was mache ich? Bettenbeziehen. Weil das ja bei dem Queensbett ein wenig schwer ist, weil wir ja nur eine Matratze haben. Deswegen ist die auch schwer. Deswegen mache ich das. Ja, das ist Zusammenarbeit. Morgen geht es weiter mit Stellplatz bauen. Die restlichen Fundamente müssen gemacht werden. Ja, aber das zeigen wir euch dann demnächst. Ich mache jetzt weiter mit Bettenbeziehen, damit man nachher auch bei Zeiten essen können. Bevor ich Schluss mache, könnt ihr noch unseren Kanal abonnieren, wenn ihr wollt. Und ein Abo da lasst quasi. Und die Anja auf Instagram, wenn ihr wollt. So, Schatzi? Ja. Ich habe nichts mehr zu sagen. Tschüss sagen. Tschüss. Ja, bis zum nächsten Video. Wie immer, bleibt gesund. Passt auf euch auf und dann tschüss.